Ja, willkommen zu einem neuen Game, Dirk Park, der Freizeitpark. Los geht's. Also das Spiel ist komplett englisch und ist so ein Horror-Freizeitpark-Spiel, wird er ja sehen gleich. Ja. Eigentlich recht interessant, aber einfach zu kurz. Ja. Da hätte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr erwartet. War ein bisschen enttäuscht. Aber los geht's. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Ja, wie gesagt, Spiel komplett Englisch. I haven't seen Mr. Und ja, auch keine deutschen Untertitel, gar nichts. Also einfach nur Englisch. So, dann wollen wir hier mal ganz spritzig und ganz saftig beginnen. Und los geht's. Also man kann jetzt auch ganz gemütlich hier mit dem Controller spielen, man kann auch mit der Tastatur spielen, aber mit dem Controller ist es schön krass gemütlich. Also könnt ihr euch bei Steam kaufen, kostet einen Zehner, ja, wartet aber, wie gesagt, nicht so viel. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Atlantic Island Park. Wäre schön, wenn wenigstens deutsche Untertitel wären, aber naja. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Also ist praktisch hier mit ihren Sohn unterwegs und Callum, I told you to wait in the car. Catch me, Mommy. Der ist halt einfach jetzt in den Freizeitpark gerannt. Aber das ist kein normaler Freizeitpark, sondern ja, ihr werdet es gleich sehen, wenn ich die Rolltreppe hochfahre. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. Ist eigentlich recht interessant gemacht, das Game. Wie gesagt, es ist halt zu kurz, so grafikmäßig hätte man noch ein etwas bisschen besser machen können. Aber jetzt mal so zwischendurch mal kann man spüren. Ja, wie ihr da unten seht, diese komische Gestalt da in der Mitte, die wird uns öfters auch begegnen im Spiel. Und wie gesagt, das Spiel müsst ihr euch mal komplett angucken, die ganzen restlichen Parts. Ich will nicht wie viele Parts, sondern ein paar, zwei Parts, drei werdet ihr ja sehen. Aber auf jeden Fall müsst ihr euch das mal ganz spritzig angucken. Ja, wie gesagt, ist halt der Freizeitpark eigentlich, oder ist Atlantic Island Park. Und dann können wir hier ganz gemütlich rumlaufen. Ja, wie gesagt, das Kind läuft halt hier rum. Und das verfolgen wir einfach mal und ja, müssen es folgen, sonst kommen wir hier im Spiel nicht voran. Also wir können hier auch rennen, geht natürlich auch, oder man rennt hier oder läuft ganz gemütlich hier
durch den Park. Mommy needs to see you, Callum. Come on, this way. I think this belongs to Callum. Ja. Da haben wir schon mal einen Schuh gefunden. Ja, und man kann hier halt auch... Hello? Chad the Chipmunk, huh? ...alles lesen. Just a drunk guy in a suit. So, ja. Was haben wir hier? Hier haben wir auch noch was. Callum, stay where you are! I wonder what this is. Ja, wie gesagt, der Park ist ja ein bisschen merkwürdig. So, jetzt machen wir hier mal praktisch eine kleine Fahrt. Wie man das so aus dem ganzen Freizeitpark kennt. Na, halt müssen wir halt hier einsteigen. Und dann geht es dann auch ganz gemütlich weiter. Man könnte praktisch auch gleich durchrennen, aber wir wollen ja hier mal nicht übertreiben. Und machen hier mal die Fahrt. Ja, die Fahrt dauert hier circa so 5 Minuten. Also hier werden halt so die Schichten erzählt hier und ihr werdet ja hier das gleich sehen, so circa 3 bis 5 Minuten fahren wir hier durch. Und dann machen wir uns da auf den Weg Richtung Riesenrad, Achterbahn und andere Geschäfte. Ja, fahren wir hier halt mit den Schwagen. Eigentlich sehr bekannt im Freizeitpark. Und hier geht's auch schon los. There lived a poor woodcutter, his wife and his two children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. Oops, what no, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all four starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking. And Hansel and Gretel, they can't do it, no? Do not fret, Gretel, Hansel oh, said. Scheiße. Runter, he crept out of the hut. Gathered white stones from the ground to fill his pockets. Ja, und dann geht es hier immer weiter, immer jetzt hier weiter, die Geschichten. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. Das Geile ist hier mit der Webcam, ich sehe genau die Uhrzeit. Also hier, also ist voll geil, praktisch 19:20 Uhr. Hansel tried to sneak out and collect more white stones. Gefällt mir. Die Kamera kann auch nicht mal da bleiben, wo sie ist. Das habe ich jetzt nicht aufgepasst. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Ja, hier passieren. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry er kann natürlich auch sein, diese Hänsel-Gretel-Geschichte. Also jedes Mal kommt hier Hänsel-Gretel vor. Also, kann sein, ich weiß es nicht. Also. And unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. Kann sein, dass es die Geschichte ist. Also, ich habe keine Ahnung. Also, the
The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. Naja, das ist hier Hänsel-Gretel-Geschichte hier. The old woman offered them two enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Denke mal, müssen wir... Oh, voila. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Müssten wir eigentlich bald durch sein. Time passed, and poor Hansel refused to eat. Fearing the day that the witch da im Brennofen war wahrscheinlich. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire. Ja, haben sie die alte im Ofen ja schon. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled. And the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Hm. Ja, auf jeden Fall. Ja, hier Hänsel-Gretel-Geschichte. Auch nicht schlecht. Ja, irgendwas stimmt mit den Schwanen nicht. Guckt denn der hin? Na, guck geradeaus. Nicht zu mir, gell? Ja. Dann sind wir hier durch, gell? Kann man ja aussteigen. Sehr schön. Ja, dann gehen wir mal hier weiter. Hansel und Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws.
Sie versteht irgendwie den Park irgendwie nicht. Der ist auch sehr merkwürdig hier mitten in so einem Wald, Berge. Oh, was haben wir hier, ein Auto? Another accident. This place. Open door. Na, wie gesagt, diesen Tod geht da auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall ein bisschen Blut, ey. So, dann gehen wir mal weiter. Aber keine Ahnung, wie da dieses Fahrzeug hingekommen ist. Tja. Mitarbeiter verschwunden. Keiner weiß, was hier passiert. Das ist ein merkwürdiges Schirr, nicht? Ja, wie ihr seht, sehen wir da schon praktisch das Riesenrad. Und hier vorne haben wir auch schon ein Fahrgeschäft. So, wo sind wir hier? Geht nicht schon. This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. The guy just snapped. Those poor kids. Die hat Englisch, das wäre schon cool, wenn der Deutsch wäre. Naja, egal. Dann würde ich mal sagen, wenn wir mal hier eine Runde drehen. Oh, wie war denn das Speed runter? So, dann werden wir mal eine Runde fahren. Ich frag mich, wer jetzt steuert, wenn wir hier drin sitzen, ey. Was shit, ey. Immer schneller. Sehr schön. Da muss doch einer am Pult sitzen, einer. Seid ihr, dass da einer am Pult war? Ja, seid ihr. Der Teufel höchstpersönlich steuert die Fahrt hier. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal ganz spritzig zu Ende und machen dann auch ganz spritzig in der nächsten Runde weiter. Haut da rein, bis dann.